Jo Leute, willkommen auf dem Kanal von Doppelbizeps. Ich bin's Marc und willkommen bei einem neuen Video. Schaut gerne bei dem letzten Video von Max vorbei, was er gedreht hat. Ein 5 Minuten Unterarm-Workout war das. Da zeigt euch wirklich, wie ihr in 5 Minuten mit einem Workout, was ihr an euer Workout noch ranhängen könnt, nochmal den letzten Pump in euren Unterarm geben könnt, der euch eben gewisse Vorteile verschafft, die ihr eben auch in dem Video benennt. In dem Video heute soll es aber nicht um den Unterarm gehen, sondern um den Bizeps. Ich möchte dir nämlich zeigen, wie du mit einer Kurzhantel, mit einer Übung und einem einzigen Satz von dieser Übung dein Bizeps am Ende deines Workouts komplett zerstören kannst. Das garantiere ich dir. Was brauchen wir dazu? Nimm dir eine Kurzhantel mit nicht viel Gewicht. Ich würde dir empfehlen, eine Kurzhantel zu nehmen, bei der du ungefähr 50% von dem Gewicht hast, was du normalerweise bei deinen Bizeps Curls machen würdest. Das heißt, du machst normalerweise 20 Kilogramm Bizeps Curls, nimmst du jetzt 10 Kilogramm. Und zwar folgende Variante. Wir fangen an mit dem linken Arm. Da kannst du variieren. Möchtest du Hammer Curls machen? Das heißt, das Handgelenk ist starr. Oder möchtest du mit einem drin machen die normalen Bizeps Curls? In meinem Fall mache ich jetzt gerade die Hammer Curls. Wir fangen an mit dem linken Arm, gehen einmal hoch, geben die Hand rüber zur rechten, mit der rechten Hand einmal hoch, wieder zur linken, links 2 Wiederholungen, rechts 2 Wiederholungen. Und das bis ihr bei 10 Wiederholungen seid insgesamt. So Leute, seid ihr bereit? Wir fangen an in 3, 2, 1, go! Links eine Wiederholung, rüber in die rechte, eine Wiederholung, rüber in die linke, 1, und 2. Wichtig dabei immer, die Übung sauber ausführen. Das heißt, nicht zu sehr schwingen. Achtet darauf, dass ihr wirklich nicht durchgehend irgendwie sowas macht, sondern wirklich strikt nur aus dem Bizeps arbeiten und dann wieder rüber wechseln in die andere Hand. Haltet euch da gerne an mein Tempo, das heißt Ausführung nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, einfach ein durchschnittliches Tempo. Achtet auch darauf, dass ihr wie gesagt nicht zu viel Schwung holt. Das heißt, dass ihr nicht den hier andauernd macht, dass ihr keine Halbwiederholung macht. Das heißt, dass ihr wirklich runtergeht und nicht hier einfach nur in diesem Radius trainiert. Wenn ihr eine Pause braucht, legt die Hand kurz ab, legt zur Seite locker eure Arme für 5 bis maximal 10 Sekunden auf und dann direkt wieder an die Hantel und weitermachen. Jetzt, in meinem Fall, noch 8 Wiederholungen jetzt, beziehungsweise das ist ja das mit den 10 Wiederholungen. Jetzt habe ich noch 5 Rest.
Null. Jetzt noch rechts und dann sind wir fertig. Leute, damit ist das fertig. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Schreibt in die Kommentare und gebt zu, es brennt gewaltig im Bizeps und euer Bizeps ist einfach so krass auf Pump. Ich habe bis vorher keinen Workout gemacht und mein Bizeps ist trotzdem sowas von auf dem Pump. Das merkt man einfach richtig krass. Solltest du nichts gemerkt haben, hast du definitiv was falsch gemacht. Das heißt, achte auf deine Ausführungsgeschwindigkeit. Machst du die Ausführung vielleicht zu schnell? Machst du die Ausführung zu unsauber? Das heißt, entweder halbe Wiederholung oder machst du vielleicht mit zu viel Schwung. Ein bisschen Schwung ist in Ordnung, vor allem in der letzten Wiederholung, wo es richtig anstrengend wird. Hinterfrage ich diese Sachen, denn wenn du nichts spürst, hast du wirklich etwas falsch gemacht. Das heißt, bei korrekter Ausführung, wenn du die gemacht hast, müsstest du jetzt deinen Bizeps richtig spüren und schreib mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare, wie krass du mit einer Übung, einer Kurzhantel und einem Satz von dieser Übung deinen Bizeps komplett zerstören kannst. Solltest du noch Hilfe brauchen dabei, deine Ziele von zu Hause aus ohne Geräte alleine zu erreichen oder suchst du Unterstützung, um deinen Weg zu verkürzen oder weil du denkst, dass du es nicht alleine schaffen kannst, trag dich gerne unten im ersten Link der Beschreibung kostenlos für unser Coaching ein. Wir machen dann mit dir 2 kostenlose Gespräche. Das heißt, du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Trag dich gerne ein, wenn du Hilfe brauchst. Wir supporten dich dann bei einem 1:1 Coaching. Trag dich unbedingt unten in der Beschreibung bei dem Link bei unserem Coaching ein und lies unsere Seite einmal genau durch, dann weißt du, was genau du dort erhältst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch den Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, damit ihr euch immer wöchentlich 2-mal die Woche Tipps und Tricks abholen könnt von uns, Motivation, verschiedene Trainingsvarianten und. Bei uns wirst du immer mit irgendwas mit dir, das heißt, abonniert definitiv diesen Kanal, weil du kannst auch nichts verlieren, ist komplett kostenlos, dieses Abonnement. Ansonsten, wenn ihr die schon getan habt, lasst gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das nächste Video wird von Max sein, das kommt am Samstag. Mich seht ihr dann nächste Woche Mittwoch wieder und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch. Haut rein, ciao!